meiner Haustür stand ein schräger Typ vor mir. Sein Klingeln schien mir etwas länglich penetrant. Er sprach, er wäre jetzt in höherem Auftrag hier. Er registriere auf der Erde den Bestand. Er bereite langsam schon mal alles vor. Hier lebe demnächst irgendwann eine andere Erde. Und er empfahl mir jetzt, sei besser mal ganz Ohr. Er sei der Abwicklungsbeauftragte der Erde. Aha, hab ich gedacht, ganz durcheinander. Was kann der meinen, will der etwa mich verkohlen? Was will wohl vor meiner Tür der fremde Mann da? Dem sei ein ziemlich rascher Abgang mal empfohlen. Dann aber kam ich doch darüber noch ins Grübeln. Wie kommt so einer wohl dazu, dies zu behaupten? Der riskiert doch, dass ihm Leute dies verübeln und ihn womöglich auch noch an ein Holzkreuz schraubten. Was könnte das demnächst wohl für eine Herde sein? Seine Zukunft schlicht verkackt. Er mag zwar Hirn besitzen, doch er nutzt es nicht. Nicht nötig, dass er seinen Kram noch lang verpackt, weil er ja doch nun nichts mehr braucht auf lange Sicht. Man zieht den Menschen einfach nur aus dem Verkehr. Ihn zu entsorgen. So wie der Mensch jetzt ist, so braucht man ihn nicht mehr. Macht er so weiter, winkt dem sowieso kein Morgen. Sag mal, was sagt der Kerl, da hab ich mich gefragt. Was will der hier, wo kommt der her, den keiner kennt? Warum wird der nicht weggejagt? Weil der womöglich unsere Erde noch verbrennt. Vielleicht seid ihr ja irgendwann doch mal ganz Ohr. Er ist der Abwicklungsbeauftragte der Erde. Der bereitet langsam schon Fohlen plötzlich stehen mit guter Laune.
was ich nie werde. Komm näher, dass ich es ins Ohr dir leise raune.